Hallo und herzlich willkommen zu Lionheart. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit dem folgenden Video. Willkommen zurück, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Lost Ark, endlich weiter, ich freue mich. Gab ein paar Tage Pause, ich habe aber in der Zeit sehr oft Bergbau gemacht. Also habe hier ein bisschen was abgebaut. Da gibt es auch was Schönes, und zwar gibt es hier, hier gibt es die ganzen sammelbaren Stücke. Entschuldigung. So. Erstmal gibt es ja nur Mokoko-Samen die ganze Zeit und dann gibt es hier noch die ganzen anderen Sachen, von denen ich noch gar keine Ahnung habe, aber es gibt auch noch Weltenbaumblätter. So, und diese Weltenbaumblätter, die bekommt man durch Berufe, zumindest, ja, doch, durch Berufe. Ja, dann gibt es hier, durch Jagen kriegt man die und die und die, also die ganzen Nummern, dann halt durch Holzfällen, durch Ausgrabung, durch Angeln, durch Handwerksfähigkeit sammeln. Vielleicht durch Hoch der Sümpfe sein. Und auf jeden Fall Bergbau. Ich habe jetzt eine neue bekommen, weil ich einfach nur Bergbau gemacht habe. Da kam eine. Ich bin auch mal gespannt, was passiert, wenn man dann halt mal ein so ein Ding fertig hat. Das werden wir irgendwann auch erfahren. Das war das. Was gab's noch? Fähigkeiten. Ja, Level Up haben wir einmal bekommen. Ja, machen wir nachher später wohl weiter. Ich würde es auch sagen, wir werden einfach erstmal jetzt die Geschichte weitermachen. Darauf warten wir ja. So, ach ja. Wie man oben sieht, die Werkzeuge, die man hat, die haben logischerweise auch eine Haltbarkeit und geht nicht. Also dann zeige ich auch nachher nochmal, wie man repariert, aber erstmal machen wir jetzt hier die Geschichte weiter. So, ein Chaos Dungeon betreten. Schimmergrad. Auf dem Schimmergrad wurde König Lutera geboren. Das Monument von König Lutera steht am Geburtsort des Gründerkönigs von Helden und kündet von seinen Erfolgen. Alles klar, betreten. Wir werden bald den Ort der Krönung erreichen. Ich hoffe, dass du mir die Ehre erweist und die Zeremonie durchführst. Es ist eine heilige Zeremonie. Ich fürchte, ich muss ablehnen. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich meine, wer ist heiliger als ein Priester? Aber ich... Moment! Was ist das? Ah, soll man kämpfen? Ah. Oha! Cool! Wow! Arme, lauf! Sehr schön, dann wollen wir mal spazieren gehen hier. Ach ja, ach so, hier gab es keine Kokosamen. Das ist auch ein Chaos anstand, alles klar, ja, da habe ich vergessen, ich wechsle das ja alles, ne? So, dann wollen wir mal ein bisschen aufräumen. Wir sind ja auch leicht eingerostet. Das ist ein paar Tage her. Gucken wir mal, ob wir das Ganze noch hinkriegen, ja? So, W gedrückt halten und... Ja, wunderbare Sache. Oh, sieht doch gut aus. Da kommen ja die nächsten schon. Ich habe übrigens auch ein bisschen an der Soundeinstellung rumgefummelt, also wenn euch da was nicht passt, bitte Bescheid sagen, wenn es zu laut, zu leise... Ne? Och komm, jetzt geht doch einfach davon. Na also.
Also nur für zwei Gegner will ich jetzt hier nichts machen. Wo sind wir hier? Ja, okay. Einmal aus Protest will ich jetzt hier rechts gucken. Eigentlich kann da ja nichts sein. Weil da sind die beiden ja runtergefallen. Ja, hier ist auch nichts, ne. Gut, jetzt wissen wir es. Wir werden übrigens verfolgt, so wie es aussieht. Gut, dass sie jetzt nicht die schnellsten sind, das ist wunderbar. Ah, komm ruhig mit. Ach, ein einziger, der ist übrig geblieben. Oh, 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 oh. Haha! Jetzt musst du erstmal die Horde besiegen hier. Jawoll! So, wo bleibt der Rest von euch? Erstmal in die Händekasche hier. So, oh, den natürlich übersehen. So. Okay, hat schon ausgereicht. Waren das schon alle? Oh, 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 oh. Na, 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 na. Kamehameha. So. Mal sein. Na. Weg mit euch. Na. Ah ja. Mitten ins Getümmel. Okay. Ach, das war's schon. Ja. Mhm. Gab was Neues? Ja. Sehr gut. Dann wollen wir mal weitergehen hier. Oh, 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 oh. Oh, oh. Schön. Oh, was ein Gemetzel gleich hier. Oh, passt ja. So, und fokussieren und weg damit. Schönes Ding. Haha. Juhu, erfolgreich. Oh, immer einer, weißt du? Das will ich auch zerstören. Gerade rechtzeitig. Was? Wieso bist du noch am Leben? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil ich einfach nur auf dem Boden lag. Oh, toll. Oh, wir gehen ausweichen natürlich, ne? Klar. Na toll. Achso, der ist kaputt. Sehr schön. Nervige kleine Kakerlaken. Ich werde euch alle vergeben. Vom großen Erblut der Rass hat ich mehr erwartet. Dies endet jetzt! Was? Diese Macht? Wie kann ein einfacher Delay nur so viel?
Arme. Ich verstehe jetzt, warum du die Zeremonie nicht durchführen wolltest. Ich... Dämonen haben in unseren heiligen Riten keinen Platz. Aber du bist kein Dämon. Du bist ein Priester, der seine Gabe nutzt, um zu helfen. Und mit dieser Gabe hast du mir heute das Leben gerettet. Was wir sind, bestimmt nicht, wer wir sind. Tharain. Ich bestehe darauf, dass du meine Krönung anleitest. Das ist mein erster Befehl als dein König. Sehr wohl. Das wäre geklärt. Dann mal los. Gut, wieder was Neues zum Ausrüsten hier. Nicht viel besser, aber trotzdem, es ist besser. Dann. Jetzt bin ich ja neugierig. Was ist da unten? Eine Brücke. Aha. Wenn hier wenigstens irgendwie eine Kiste oder sowas wäre, ne? Ah, ich sehe gerade, eine Aura ist vorbei. Ist doch schon wieder so lange her. Wie war das noch? Steuerung, Rechtsklick auf den Kleinen, genau. Begleiterfunktion. Geht jetzt nicht mehr, weil man die Aura nicht hat. Kader. Keine Information? Ne, das war's nicht. Kader. Kartenkiller? Nein. Moment. Das war... Inventar, aber Inventar ist das ja nicht. Ja, Begleiter kann man... Ja, man braucht die... Ja. Aktivieren geht nur mit der Aura. Gut, dann machen wir das halt... in der Stadt oder irgendwo. Irgendwo muss das ja gehen. Weil das ist natürlich jetzt doof. Jetzt habe ich ja natürlich alle da gelagert. Ah ja, man könnte natürlich auch erstmal einen abholen. Das geht natürlich auch noch. Jetzt lädt er erstmal. So, der Älteste. Am 30.07. abholen. Beanspruchen. Ja, er freut sich. Wo ist das Ding? Da. Ja, gut. Es ist immer wieder schön, wenn wie man gewohnt ist, mit WSD rumzulaufen, ne? Toll. Das wird sich auch nicht ändern, glaube ich, bei mir. So, was kommt jetzt? Beginnen wir nun mit der Krönungszeremonie. Prinz Tharain, beugt das Knie vor euren Vorfahren. Der Prinz wird jetzt den Königseid ablegen. Als König von Luterra sind das Böse und die Ungerechtigkeit meine einzigen Feinde. Ich verpflichte mich mit meinem Leben, meine Untertanen zu verteidigen. Abenteurerin, so reichet mir die Krone. Aufheben.
Und mit dieser heiligen Krone ernenne ich euch zu König Thyrain von Lutera. Erhebt euch, Eure Majestät. Sir Baynard und seine Streitkräfte wurden auf dem Weg hierher von Dämonen in einen Hinterhalt gelockt. Die meisten von uns wurden ausgelöscht. Die Überlebenden harren im Medre-Kloster aus. Sie können nicht mehr lange durchhalten. Ruht in Frieden. Euer Opfer wird nicht vergebens sein. Soldaten, zu den Waffen. Zeit zu handeln. Wir marschieren sofort zum Metric-Kloster. Kloster. Wie dir sagen, oder Kloster? In diesem Moment zieht unsere Armee zum Metric-Kloster. Ach ja, geh wieder, ja. Der alte Mann, ich meine Sir Bernard, hat sich um mich gekümmert, seit ich ein Kind war. Er kämpfte selbst unter den tyrannischen Herrscher von Schericht für mich. Und jetzt ist er in Gefahr, wir sollten uns beeilen. Bitte schließ dich uns an, sobald du mit deinen Vorbereitungen in Legbar fertig bist. Thyrain, er spielt König mit seinen Zinnsoldaten. Wie kann er nur so dreist sein? Bedenkt man, wie schnell er eine so beträchtliche Streitmacht aufgestellt hat, ist er am Ende doch der Krone würdig? Wäre er es, strahlte der Bezwinger in seinen Händen. Nicht mal einer Latrine ist er würdig. Oder gar einem Königreich. Ich würde ihn sofort töten. Bräuchten wir ihn nicht für das Siegel des Adlers. Welches euch wohl weit mehr interessiert als mich. Aber ihr braucht mich. Schließlich wollt ihr, was ich auch will. Wie auch immer. Diese Feiglinge im Westen werden Thyrain niemals folgen. Diese Sache wird langsam ziemlich interessant. Und einmal zurück. Wunderbar. Oh, ich lerne es nicht. Ich lerne es einfach nicht. So, jetzt wollte ich einmal schon mal... 7 Tage, 5 Tage, 3 Tage. Siehst du, nehmen wir erstmal einen für 3 Tage mit fürs nächste Mal. Das passt. Ah, Kaderlager 2. Kaderlager 2 haben wir freigeschaltet. So, wie macht man das? Nee, das machen wir damit bestimmt nicht. So, hier ist sind so viele Sachen. Ich schmeiß mal erstmal rüber. Oh, muss ich so machen? Wieso kann er nicht einfach sortieren? Alt-Rechtsklick zum Kaderlager. Ach, das ist das. Nee, ich hätte gerne zum persönlichen Lager. Das wäre dann nur Rechtsklick, ins Lager verschieben. Okay. Machen wir das mal, weil... Brauchen tut man jetzt nicht. So, wir haben ganz viele von diesen Phönixfedern. Ja, das... Also ich benutze das ja eh nicht hier. So, hier haben wir... Oh, auch nett. Lass mal den Karten heben uns mal irgendwann auf. Hier sind Kartenpakete, machen wir auch mal irgendwann. Aber nicht jetzt. Da sind immer einen drin. Einer ist, glaube ich, da. Nee, da. Okay. Halt denn nicht. So.
das da rein. So, dann kann man gleich wieder verkaufen. Ach ja, guck mal, den haben wir ja auch noch. Ganz vergessen. Das Gute ist, bald sind die ganzen schwachen Tränke aufgebraucht. Das ist auch eine gute Sache. So, I drücken. Nicht in diesem Gebiet. Schlachtebene ist das. Okay, kommt noch. Gut. Kann man schnell verkaufen. Das kommt mir vor wie das Ende aller Tage. Ja genau, die habe ich mal einmal geholt. So, verkaufen. Siehst du, habe ich schon wieder einen Trank vergessen da? Egal, so, weg, weg. Jawohl, sehr gut. So, mal einmal so leicht sortieren hier. 1002 Tränke hier, Wahnsinn. Ist so, wenn die aufgebraucht sind, dann können wir uns langsam um die nächsten kümmern. Jetzt kommt hier Reparaturen. So, einmal ganz normal die Ausrüstung, wie man es kennt. Und da unten ist Handwerkswerkzeug. So, alle reparieren. So, kostet ein bisschen. Zack. Und jetzt kann man wieder Werkbau betreiben. Ganz einfach eigentlich. Aber man kann auch vieles übersehen, ne? Du bist hier! Und hat meine Krone ihren Zweck erfüllt? Was? Du gehst zum Mitrik-Kloster? Hast du dich gut vorbereitet? Was? Ich soll mir keine Sorgen machen? Nun, ich bin beeindruckt. Aber ich glaube, du überschätzt da etwas. Ich hätte auch gehofft, einen Blick auf dieses Bezwingerschwert zu erhaschen. Ich habe gehört, dass das Schwert dem Prinzen einige Sorgen bereitet haben soll. Ich habe das Gefühl, dass das Schwert den Prinzen gerade testet. Das ist zumindest meine Vermutung. Er braucht bestimmt nur eine Gelegenheit, um sich der Herausforderung zu stellen. Da ist bestimmt schwer zu verstehen, wenn man kein Uma ist. Mach's gut. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ich mag dich. Ich bin mir sicher, dass du ganz groß rauskommen wirst. Ah ja, wenn wir eh schon mal hier stehen, Instrument spielen, kann man ja einmal am Tag, kann man das ja machen. So, jetzt sollte er theoretisch Stufe 2, wunderbar. So, machen wir das auch nochmal. Ja. Sehr gut. Ah ja, man kann ja wieder Mount benutzen. Wie wär's damit? Hast du vor, zum Medric-Kloster zu gehen? Ja, hab ich. Verstehe, ich habe mich schon gewundert, warum die Soldaten es so eilig hatten. Ich bedauere nur, dass wir dir und Prinz Tarain nicht mehr helfen konnten für alles, was ihr getan habt. Aber jetzt können wir alle... auf eine Sache zählen. Duterra hat erneut Hoffnung. Und das alles dank dir. Wir sind dir und für deine Taten unglaublich dankbar. Mögest du auf deinen Reisen stets sicher sein. Wir nehmen dir jetzt genug Zeit, um dich gut auf deinen Aufbruch vorzubereiten. So. Da oben sollen wir hin. Ja, dann nehmen wir den anderen Teleporter einmal schnell. Sollte nicht eigentlich schon ein neuer Tag zum Anmelden sein? Anscheinend wohl noch nicht. Erst wohl dann 11 Uhr morgens, wie es wohl aussieht. Gut. So, theoretisch könnte man das Ganze alles wieder mitnehmen, aber jetzt muss das nicht sein. Auf jeden Fall, wenn man nur halt Kupfererz, also beziehungsweise, es heißt zwar Kupfererz, aber eigentlich kriegst du nur Eisen raus. Also wenn man halt Bergbau machen will, und die allererste Ressource wirklich braucht, hier wäre es gut. Oh, da ist noch ein Gegner. Machen wir mal schnell um. Und weg mit dir! Da! Nö.
Gut, dann fahren wir fort. Mitrekloster. Ich glaube, dieses Gebiet war ein einziges Gebäude. Naja, fast. So, dann machen wir mal. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Als ich den Hof des Klosters fegte, griffen plötzlich Dämonen an. Also bin ich hierher geflohen. Aber jetzt kann ich das Gebäude nicht mehr betreten, weil Dämonen vor dem Eingang lauern. Könntest du dich vielleicht um diese Dämonen kümmern? Und könntest du bitte meinen Lehrer, Pater Hendrine, Hendrein, keine Ahnung, sagen, dass es mir gut geht? Klar doch. Ich bin Tenon. Und ich gehöre einer Einheit an, die von Sir Benard geführt wird. Ich muss leider zugeben, dass ich von den Dämonen floh, als ich hier stützte. Ich muss leider zugeben, dass ich vor Dämonen floh, als ich hier stürzte. Wäre Priester Enville nicht gewesen, wäre ich bereits tot. Du suchst also Prinzessin Rain und Amel. Sie waren auf dem Weg zum Kloster, um Sir Benard zu helfen. Aber die Situation ist leider hoffnungslos. Unsere Truppen, angeführt von Sir Benard, sind so gut wie komplett vernichtet. Mehr erfährst du von Abt Elferin beim Kloster. Okay. Ach ja. 11 von 13. Also sind auch irgendwo wieder zwei, wo man nicht rankommt. Aber das werden wir nochmal irgendwann in Ruhe später mal durchgehen. Das wird nur sehr lange dauern, aber irgendwann machen wir das. So. Also, einer wäre da. Der zweite ist da. Da ist der dritte. Da der vierte. 5 und 6 in der Mauer irgendwie so. Da ist Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. 10. Jetzt habe ich einen übersehen. Ach, da unten. Ja, da. Tatsächlich da in der Schrift. Da ist Nummer 11. Gut. Ja, und dann fehlen noch die anderen beiden. Aber wie gesagt, das kommt alles noch. Wir werden jetzt hier erstmal aufbauen wahrscheinlich, oder nicht? Doch, werden wir. So, dann kommt man her hier. Und los geht's. Bam. Sehr schön. Erledigt. Haben wir das auch schon mal geklärt? Und gemütlich weiterlaufen. Oh, ja, du. Ich will dich haben. Ah, unter den ganzen Elementarklöpfen oder was auch immer ist halt so ein Wolf oder ähnliches. Sehr gut. Der Ring. Ja. Toll. Sagtest du, dass du weißt, wo Enville sich aufhält? Er ist also in Sicherheit. Ich dachte schon, er würde von den Dämonen umzingelt werden und zu Schaden kommen. Gut, das war das. Du bist die Abenteurerin, von der Prinz Thyrin erzählt hat. Sir Benard riskiert sein Leben, um die Priester zu beschützen. In diesen Zeiten müssen wir an unserem Glauben festhalten. Dank ihm konnten wir die Dämonen davon abhalten, das Kloster zu betreten. Aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass sie den Untergrundkanal nutzen würden. Sir Benard ging in die Katakomben, um die Dämonen aufzuhalten. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Prinz Terrain eilte auch dorthin hinunter, als er hörte, was passiert ist. Soll es ihn unter dem Kloster finden? Ich hätte nie gedacht, dass die Dämonen über den unterirdischen Kanal hier eindringen würden. Ich werde es nicht zulassen, dass solche Monster den heiligen Boden des Klosters betreten, nicht einmal unter Tage. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du dann die Dämonen vernichten, die dieses Heiligtum schänden? Ja doch. Ja. Das ist doch kein Problem. Ach,
Ach ja, oh, Teleporter. Schnell mitnehmen. Den hätte ich ja beinahe vergessen. Das geht ja nicht. So. Oh, da ist ein da. Wie kommen wir da hin? Da. Ah, hier runter, schnell. Den wollen wir haben. Na, kommen noch ein paar dazu. So, du vielleicht noch. So. Ja, wir bewegen hier, aber ist okay. Okay, sie haben mich erstmal gebannt oder sowas. Toll, nochmal, toll. Okay. Da fehlen noch welche. Fehlt nur noch der andere, dieser große. Der da. Genau der. Hier ist das ein Boss. Aber wenn er gleich kommt, hat er Pech. Oh, mit 21 überlebt er, weißt du? Ja, das war tatsächlich ein Boss, ja. Das bestimmt. Ach so. Chaos Dungeon betreten, machen wir Metric-Katakomben. Terrain soll zum Metric-Kloster unterwegs sein. Um dir bei nahe zu helfen, suche Terrain dort auf. Wir betreten. Oh, alter Mann. Ihr seid noch am Leben. Den Göttern sei Dank. Aber ich fürchte, nicht mehr lange. Wie ich darauf gehofft hatte, mit eigenen Augen zu sehen, wie ihr die Krone an euch nehmt. Amel, gibt es nichts, was ihr tun könnt? Eure Hoheit, für mich ist es zu spät. Sagt so etwas nicht. Schericht wird dafür büßen, das schwöre ich. Ein König muss seine Wut im Zaum halten. Ein König muss zu seinen Untertanen gütig sein. Was soll das? Ein König muss stets an sich selbst glauben. Der Bezwinger wird wieder strahlen. Benutzt ihn, um Lutera zu altem Glanz als Ritterkönigreich zurückzuführen. Ich glaube an. Oh, Sünde. Das ist meine Schuld. Ich hätte nie um Hilfe bitten sollen. Verdammt! Verdammt! Scheint, als wäre Prinz Tyrann untröstlich. So hat er sich noch nie verhalten. Denkst du, es gibt einen Weg, um Tyrann aufzumuntern? Sabenat war für ihn wie ein Großvater. Besonders nachdem seine Majestät seinen Vater verloren hatte. Dieser freundliche Lord hat schon immer ein Gefühl des Stolzes im Prinzen von Lutera gefördert. Ich erinnere mich, wie sie sich nett unterhielten, während sie zusammen dem Lied der Tapferkeit lauschten. Sir Benard muss Tyrann unglaublich viel bedeutet haben. Das Lied der Tapferkeit, kennst du es zufällig? Ich hoffe, Tyrann kann irgendwie aufgemuntert werden. So, öffne jetzt F2. Die Tapferkeit spielen.
Das Lied der Tapferkeit. Das war sein Lieblingslied. Kommt. Wir haben viel zu tun. Danke. Du bist immer für mich da und stets eine große Hilfe. Wir sehen uns draußen. Jetzt ist nicht die Zeit, um zu versagen. Verzagen. Du musst für alle stark bleiben. So, wenn der halt zum Boss ist, dann... Schön. Dass der einfach abhaut. Mein Gott, geht doch. So, zurücksporten. Geht nicht. Nein, das war so klar. Oh, verschwindet jetzt. So, das war. Danke, jetzt können sich die Geflüchteten sicherer fühlen, die hier Zuflucht suchen. Bald vorbei. Neue Quest vielleicht noch dazu, okay. Das ist ein bisschen unangenehm. Könnte ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Ich habe einen Schüler namens Tiamo. Er sagte, er wolle seine Schwester Rivella besuchen, die wohl mit Prinz Terrain hierher zurückgekehrt sein soll. Er ist aber nicht zurückgekommen. Aber er sollte eigentlich inzwischen die Reise zum Dorf Feyat und zurück geschafft haben. Es ist möglich, dass er noch im Dorf ist. Er und seine Schwester stehen sich recht nah. Aber ich habe ein ungutes Gefühl. Könntest du auf dem Weg die Augen nach ihm offen halten? Klar, doch. Ich habe mich entschieden. Aber es gibt immer noch ein Problem. Die Einheit des alten Mannes, ich meine Sir Bernard, Einheit kann als Kernstärke unserer Truppen angesehen werden. Aber wenn es so weitergeht, kriegt man erstmal ein Level ab. Klar. Bitte sieh mich nicht so an. Ich habe Amel bereits von meinen Sorgen erzählt. Und er gab mir eine weise Antwort. Er meinte, wir sollen uns in einer Fraktion... Er meinte, wir sollen uns mit einer Fraktion treffen, die sich noch für keine Seite entschieden hat. Mir wurde berichtet, dass ein Dorf namens Freyard nahe dem Kloster gibt. Ich werde dorthin reisen, um eine Miliz auszuheben. Könntest du in der Zwischenzeit Amel fragen, ob er uns helfen kann, die Unterstützung der Kriegspriester von Metric-Kloster zu erlangen? Ich würde selbst fragen, aber ich glaube, es wäre besser, wenn ein weiterer Priester wie Amel sie fragen würde. Ich will nicht, dass sie unnötig belastet werden. Bitte mach weiter. Mit Abt Efferin sprechen? Ja, das habe ich bereits. Tatsächlich war auf der Suche nach dir, Simiran, so, um über diese Sache zu sprechen. Abt Efferin hat schon immer den verstorbenen König und unseren Prinzen unterstützt. Vielleicht möchtest du den Abt lieber selbst fragen. Ich werde mich inzwischen um die Verwundeten im Kloster kümmern. Bitte begib dich schon mal zum Dorf Freyad. Aber natürlich, ich werde der Bitte von Prinz Tyrain nachkommen. Ich habe bereits die Vorbereitung dafür getroffen, als ich hörte, dass Sir Bernard auf dem Weg war. In diesen Zeiten müssen wir an unserem Glauben festhalten. Das Metric-Kloster wird an der Seite von Prinz Tyrain kämpfen. Bitte berichtet Xenon, dem Hauptmann der Kriegspriester, von meiner Absicht. Jedoch gibt es da etwas, das mir Sorgen bereitet. Du musst wissen, dass Xenon etwas stur sein kann. Die Angriffe auf die Krönungszeremonie und auf Sir Bernard deuten klar auf die Möglichkeit hin, dass Scherich mit dem Dämon im Bunde ist. Aber das können wir noch nicht beweisen. Xenon ist jemand, der solide Beweise braucht, um sich überzeugen zu lassen. Aber er fühlt sich auch verpflichtet, Gefallen zu erwidern. Könntest du also ein paar der Dämonen aufs Messer des Flusses angreifen, wenn du auf dem Weg zu Xenon bist? Ich bin sicher, dass du das Thema dann vielleicht... Ich bin sicher, dass du das Thema dann viel leichter ansprechen kannst. Machen wir.
Gut, 26, neue Technik bestimmt. Glaube ich nicht, nee, diesmal nicht. Mit 28 erst, okay. Ist okay, kann man mitleben. Es ist ein Massaker. Ja, das stimmt. Was haben wir denn? Ich weiß es jetzt nicht. Wir gucken, wie wir es machen. Ist ja auch jetzt noch nicht so weit wegen das Ganze. So, hier steht was rum. Achso, den kann man nicht kaputt machen. Okay, cool. Ah ja. Ja, ist natürlich doof, wenn schon ein anderer das erledigt hat hier. Ja, das ist mir wieder echt. Was, der zählt hier nicht dazu? Okay, wo sind die jetzt her? So, auf Wiedersehen. So, erledigt. Ah, wir sind ja auch gleich da. Wer bist du? Du bist Prinz Thyrains Begleiterin? Verstehe. Ich habe dich vorhin aus der Ferne beobachtet. Du hast es diesem Dämon echt gezeigt. Ich danke dir dafür, dass du den Kriegspriestern wirklich... Das hat den Kriegspriestern wirklich geholfen. Ich nehme an, der abschickt dich, weil er sich entschlossen hat, sich den Truppen von Prinz Thyrain anzuschließen. Das habe ich bereits kommen sehen. Prinzipiell sollte sich ein Kleriker nicht ohne guten Grund in die Politik einmischen. Allerdings ist es gerade nicht von Belang. Ich habe bereits selbst Beweise dafür gesammelt, dass der Ring Sheraton in die Wohnung gemeinsame Sache macht. Die Kriegspriester des Meerekursers werden personellen folgen. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Wunderbar. Da ist ein abgenutztes Tagebuch im Gewand dieses gefallenen Mönchs. Morgen kehrt meine Schwester zurück. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Ich war so froh zu hören, dass sie wohlauf ist. Ich kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Meine liebe Rivella wird eine Ritterin im Dienst von Prinz Rain. Was für ein freudiger Tag. Morgen werde ich mich auf den Weg machen und sie begrüßen. Das wird ein fantastischer Tag. Ja, er hat es nicht geschafft. Schade. Abenteuerin, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ich habe Schwester Maggie losgeschickt, etwas Weihwasser zu schöpfen, um die Dämonen abzuwehren, aber sie ist noch nicht wieder da. Könntest du nach ihr sehen? Hast du von den heiligen Fackeln gehört? Ihr Feuer ist von heiliger Macht durchdrungen. Die heilige Fackel schwächen dämonische und... Die heilige Fackel schwächen dämonische und verstärken zugleich heilige Energie. Könntest du bitte die heilige Flamme erneut entzünden, damit sich die Dämonen uns nicht nähern können. Die Flamme wurde während des Angriffs der Dämonen gelöscht. Kannst du mir helfen? Lass die Schwester Maggie wissen, wenn du fertig bist. Sie ist weiter hinten. Okay. Ah, hier geht's los. Niedermähen. Gut, das hätten wir.
Die Glut knistert, als sie größer wird. Ja. Gut, das war das schon mal. Hier ist das mit dem Weihwasser, da muss das wahrscheinlich runter. Na? Achso, erstmal dran. Martell bat sich, dies zu tun. Was für eine Erleichterung. Die Schwestern hinten hatten Angst vor den Dämonen. Vielen Dank, möge das Licht von Regulus mit dir sein. Hallo, könntest du mir zur Hand gehen? Ich läutere das Gebiet hier, aber ich komme kaum hinterher. Könntest du das Weihwasser für mich schöpfen? Klar doch. Sammle Weihwasser. Danke. Da alle so mit dem Kampf gegen die Dämonen beschäftigt sind, werde ich mein Bestes geben, das Gebiet so schnell wie möglich zu läutern. Dieses Weihwasser wird unsere Opferzahlen reduzieren. Vielen Dank. Abenteuer, bist du auf dem Weg zum Dorf Freyjad? Könnte ich dich um etwas bitten? Ursprünglich haben sich die Monster aufgrund der heiligen Kraft unserer Barriere nicht genährt. Seit kurzem ist diese Macht allerdings geschwächt, vielleicht wegen der Dämonen. Ich habe dafür Weihwasser vorbereitet. Könntest du vielleicht die Steinstatuen hier läutern? Ich möchte nicht, dass die Dämonen die Dorfbewohner erreichen. Ach ja. Es ist eigentlich das prinzipiell recht einfach hier, das Spiel. Du kriegst die Quest, läufst einfach dann schon, ja, zum nächstgelegenen Ausgang, kann man so sagen, und auf dem Weg machst du halt einfach alles. Ah, sowas hier, schön, Aufzug. Cool. Wirklich sehr einfach gehalten, das Ganze. Ah ja. Läuterung. Bestimmt auch nur ein. Nee, wir sind wirklich beide hier. Faszinierend. Auch erledigt. Wow, noch einiges ist zu tun hier. Achso, ja, ein Aussichtspunkt. Habe ich schon alles. Also, wenn ihr das auch alles auf dem Weg seht, also ihr kriegt das besser mit. Oh nein! Also ich bin ja echt kein Fan davon, von diesen ganzen Leuten hier, die einfach nur mit dem Koffer voll Tastaturen und dann halt da ihren Namen haben. Es ist nicht schön. Da wird sich auch überhaupt keine Mühe gegeben, irgendwie, finde ich. Aber die meisten sind auch doppelt dreifach Accounts, da läuft nur einer vor und da hast du 10 hinter dir, ich weiß auch nicht, was das soll. Also, naja. Ist nicht mein Problem, mir reicht einer und der kostet schon genug Zeit. Aber egal, gut, so. Entschuldigung, Abenteurerin, ich bin Eva aus Dorf Freyjad. Seit Scherich die Kontrolle über die Regierung übernommen hat, hat unser Dorf jeglichen Zugang zu Nahrung verloren. Einige Dorfbewohner sind bereits verhungert. Ich bin los, um Essen für uns zu suchen. Aber jetzt bin ich hierher gefangen wegen dieser Heuschrecken. Könntest du diese Käferbombe benutzen, um sie loszuwerden? Ich sollte sie eigentlich einsetzen, aber ich bin ganz stark vor Angst. Ich will sagen meiner Schwester Kelly, dass ich hier bin. Benutze F5 für die Quest, okay. Erstmal den Teleporter hier aktivieren. F5, ja. Haben wir. Ach ja, jetzt gibt's auch übrigens Kräuterkunde hier zu machen. Da ist hier Blümchen. Das sind wir dann auch am Symbol. Ich finde, das finde ich immer so gut gemacht, dass du das direkt einfach an den Symbolen auf der Minikarte sehen kannst.
So, haben wir jetzt alle? Ja. Wo sind wir? Da sind wir. Also hier hätte man dann jetzt noch die Möglichkeit, ein bisschen Kräuterkunde und Bergbau zusammen zu machen. Wir müssen siegen. Ja. Philotheras Zukunft. So, und hier gibt es ganz viele Blümchen, sieht man ja überall. Macht auch sogar Spaß, weil ich finde es immer schön, wenn man dann halt Beruf macht und auch noch was dafür kriegt. Man macht den Beruf höher, dann verbessert sich das alles um dran, geht schneller, kriegt mehr und so weiter und so fort. Und dann kriegt man auch noch diese komischen Raritäten-Dinger da, diese Weltblaumblätter. Mal sehen, was da irgendwann mal dabei rauskommt, aber das dauert alles. So, Eva sitzt außerhalb des Dorfes fest. Sie ist wohl losgezogen, um Essen zu suchen. Wir sollten sie suchen und ihr helfen, zurückzukehren. Vielen Dank, wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich vielleicht meine Schwester verloren. Du hast das Gebiet geläutert, dank dir habe ich nun eine Sorge weniger. Ich bin dir so dankbar für deine Hilfe. Oh, ich habe so viel über dich gehört. Prince Rain scheint dich ziemlich zu mögen. Du scheinst wohl ziemlich fähig zu sein, was? Wie? Was hast du gesagt? Sag das nochmal. Als ein Witz sein soll, werde ich dich hier und jetzt töten. Mein Bruder? Mir wurde gesagt, er sei wohl bei Mitriklos angelangt. Genau das hat Abt Ifrin gerade erst gesagt. Das ist verrückt, er muss gehört haben, wie gefährlich es gerade ist. Er ist kein Kind mehr. Tut mir leid, ich habe die Kontrolle verloren. Oh, Piamo. Du bist wieder da. Was hat das Mitriklos gesagt? Die Kriegspriester werden sich uns anschließen? Das ist sehr gütig von ihnen. Ich bin selbst gerade erst in diesem Dorf angekommen. Wie erwartet sorgt die Tyrannei des Regenten auch hier für Chaos. Vor kurzem sind Giganten in der Nähe aufgetaucht, was den Dorfbewohner das Leben noch schwerer macht. Könntest du mehr über die aktuelle Situation in Erfahrung bringen? Ja, machen wir. Ich bin das Dorfoberhaupt Barchan. Barchan, okay. Aktuell haben wir nicht einmal genug Essen für einen Tag. Der Regent hat alle unsere Vorräte mitgenommen. Und zu allen Überfluss überfallen uns die Staubtaschen-Giganten aus den südlichen Hügeln. Zuerst holten sie sich unser Essen und jetzt, wo es nichts anderes mehr gibt, haben sie begonnen, Leute zu entführen. Sie haben unsere jungen Frauen mitgenommen, vielleicht um Lösegeld zu erfordern, aber wir haben nicht mal mehr die Kraft, darüber empört zu sein. Toll. Nein. Es war schlimm genug, dass sie uns bestohlen haben. Jetzt entführen sie auch noch unsere Leute? Ich werde nicht länger mit ansehen, wie Sherichs Truppen für Chaos sorgen. Ich muss einen Weg finden, um diesen Leuten zu helfen. Kannst du mir dabei helfen? Na, selbstverständlich. Alle in unserem Dorf hungern. Sich hier draußen vor den Truppen des Regenten zu verstecken, hat uns an unsere Grenze gebracht. Die Dorfbewohner sind schließlich losgezogen, um Essen zu suchen. Sie halten es nicht länger aus. Könntest du ihnen helfen, bitte? Ja, klar. So, da hinten ist was, da vorne ist was, da ist wieder ein Teleporter. Wir haben auch das Gebiet gleich durch, das ist schön. Mein Leben für Prinz Tyrain! Sehr gut. So, was ist hier los? Ah ja. Na, 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 na. Ey, du kleiner Käfer. Komm jetzt her hier. Achso, du bist so ein Spezieller hier. Gut, du gehst natürlich auf. So, beruhige Dorfbewohner. Achso, kommt erst da oben. Ja, alles klar. Dann wollen wir mal. Also man hätte sie da unten gerade gar nicht killen müssen. Weil hier werden bestimmt genug sein. Na, wer weiß. So, beruhigen. Einsammeln.
Beruhigen. Aufsitzen aufs Mount. Beruhigen. Faszinierend. Und da oben. Sehr gut. Ja, also wie man sieht, ne, hier Berufe machen, man kann's hier. Läuft. Wow, du hast das alles gesammelt, danke. Das wird allen wirklich helfen. Dank Prince Rain sind nun alle gerettet. Vielen Dank. Ja. Du hast tolle Arbeit geleistet. Dank dir sollten die Leute hier erstmal ihren Hunger stillen können. Ich habe auch ein paar unserer Rationen verteilt, aber dieses Dorf ist immer noch in Gefahr. Und das alles wegen der Boshaftigkeit von Sherit. Wir müssen ihn so schnell wie möglich besiegen, um weitere Grausamkeiten zu verhindern. Die Dorfmiliz will sich unseren Truppen anschließen. Aber keiner von ihnen ist imstande, mit uns zu marschieren. Aber ich habe von etwas anderem gehört. Das heißt, die Miliz von Bildrinwald in der Nähe sei sehr fähig. Obwohl sie eine kleine Truppe sind, konnten sie Sherits Männer besiegen. Wenn wir sie überreden können, würde das unsere Truppen sehr stärken. Aber es gibt ein Problem, und zwar ihr Anführer Kasslefort. Oder so ähnlich. Aus irgendeinem Grund besteht er auf absolute Neutralität. Daher wird es nicht so einfach, sie um Hilfe zu bitten. Ich hörte, ein Verwandter von Oberhaupt Bartschan namens Friske soll oft in den Bietenwäldern besuchen. Durch ihn sollten wir Kontakt zu Bietenwälds aufnehmen können. Aber weil das zu lange dauern könnte, würde ich dich bitten, dich selbst mit Friske zu treffen. Wir marschieren inzwischen vor in den Bietenwald. Wir werden dort auf dich warten. Ich hoffe, dann gute Nachrichten zu hören. Ja. Bildrinwald, sehr schön. Mal sehen, was es da dann erwartet. Genau, Einlog-Bonus, sehr schön. Vielen Dank. Oh, siehst du, ein schönes grünes Fleckchen hier. Da geht's dann zur Schlachtebene. Da haben wir dann erst unser Dingsbums da. Diese Rolle. Ah, neue Wasche. Oh, sieht auch besser aus. Ah, noch besser sogar. Sehr schön. Gut. Das war's dann erstmal. Wir haben jetzt... Wie lange haben wir? Ja, guck mal, fast eine Stunde schon wieder. Sehr gut. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann. Und da sind wir leider auch schon am Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo und ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.